You know, Zolf and his countrymen would be giving up that shard without a fight, don't you? Ich krieg die Story hier leider irgendwie nicht so mit. Ich weiß nicht, ob das an meinem Englisch liegt oder einfach, dass ich hier so konzentriert im Spiel selbst drinne bin. Keine Ahnung. Zack. Zolf and the Ura. All they want now is to see the Bastion fall. Zolf dedicated his life to lasting peace between the Ura and Ceylandia. Das ist so gut, ne? Ich liebe das. He can't have imagined the city would try to wipe the Ura out. Na, wie gesagt, das ist halt nur ätzend, ne? Every shred of decency, though, has he? Oh, guck mal. He tried to warn you about his plans. He tried to warn the kid. Mensch. For Zolf, this ain't a personal matter. Es wäre ganz cool, wenn man das Ding mal schmeißen könnte, ne? So, kann ich den Splitter jetzt haben? Nice. One thing's for sure. The Ura can't be happy that the kid followed Zolf all the way home. So, ich wäre mir auch ganz dankbar, wenn ich jetzt dieses Ding hier wieder wegschmeißen könnte. Was ist mit dir los? Was nun? Auswählen. Okay. Weiter vorrücken. Lass Zolf liegen und rücke weiter mit dem Baum Rambok vor. Zolfs Situation ist aussichtslos und lenkt nur ab. Sein Plan, die Ura zu rächen, hat nur noch mehr Leid verursacht. Das Entscheidende ist, dass der Splitter unversehrt zurückgebracht wird. Ulf mitnehmen. Mit dem Rambok auf und nimm stattdessen den. Ne, gib den Rambok auf und nimm stattdessen den angeschlagenen Zolf mit. Zolf ist schwer verletzt, aber er atmet. Er scheint, seine Landsleute haben sich gegen ihn gewandt, als ihre Situation ausweglos erschien. Er hätte beinahe die Bastion zerstört und dennoch. Ich würde ihn eigentlich ganz gerne da liegen lassen. Ich mag den nicht. Ich lasse ihn liegen. Kid saves off once, but I don't think he made the same mistake. I wouldn't. Ja. Ihr sagt jetzt so, ne, was bist du für ein Assi? Hätte ich ganz anders gemacht. Ja, aber ich mach das so. Don't you worry though. Once the Bastion's restored, it'll all be all right. You ain't still thinking about that whole leaving the city thing, are you? Ach,
Ach, das krieg ich doch hin. Ach. Ach, der braucht immer so lange, um zu blocken. Der ist runtergefallen. So. Habe ich gar nicht gesehen, dass er sich vor mich gebeamt hat. Habe ich hier überhaupt eine Lebensanzeige? Fällt mir mal gerade auf. Kid's probably dealt was off by now. He reminds me of myself when I was his age. I ever tell you about those days? So. Hey, Kid. Hä? Was ist kaputt? Get up, Kid. Ja, ich bin noch dabei. Ich kann nicht aufstehen. Come on, that ain't funny. I say get up. That's more like it. Das ist besser. Now, set that shard into the monument there. Then we'll talk. The Bastion. It's finally finished. Now, there's something I want you to see. Ich gehe so, wo die Erde gerissen in die Richtung der Sterne geschleudert. Welcome to the heart of the Bastion. I ain't one for long goodbyes, so here's the deal. Zia and I figure you've done the heavy lifting, so you get to do the honors. We can tell you how to work this thing if you got any questions. What? He made it. Oh God. Hey, kid. Die Herstellung. Fragt nach der Kraft der Bastion. Wie wird sich das wohl anfühlen, wenn die Bastion alles repariert? You can undo the calamity here and now. Go on, kid. And before I forget, thank you. Habe ich alles gefunden? Always wondered what the Motherland was like. Not that it matters anymore. Ich habe das jetzt gar nicht hiervon vorgelesen. Er hat nie die ganze Wahrheit erfahren, oder? Zolf only brought more ruin to the Ura. No wonder they didn't take kindly to him. Wenn sie aus dem Dienst ausscheiden, gaben die Sheriffs ihre Abzeichen an die Stadt zurück. You've got one thing left to do, so you hang on to that badge. Besides, you earned it. Die Wildnis, die Bestien, die Wildnis, die Ura. Alle kämpfen verbissen, um diesen Moment zu verhindern. Don't let anything you've done get to you. You can save all those creatures here and now. Okay, quatschen wir nochmal mit ihr. Glaubst du, das funktioniert? Was würdest du an meiner Stelle tun? So, let's see. You can either prevent the calamity or stick around with me and Rux. I'd hate to be in your shoes. If I could be any place I wanted, I'd stay right here. We could go anywhere in the world.
Ich habe das schon wieder von dem Buch nicht vorgelesen. Sein langes Freund wandte sich gegen ihn, als sein Plan zur Zerstörung der Bastion ins Wanken geriet. Zulf tried to talk me into joining him. I tried to talk him out of it. I guess we both failed. Sie waren sehr tapfer, aber letztlich blieb ihnen nichts als ihre Rache. When I finally found my people, I told them we could help. They just took me for a traitor. Glad you showed up. Gibt es einen Moment in deinem Leben, an den du gerne zurückversetzt werden möchtest? Any moment I'd want to live again happened after the calamity, not before. So, ich hab das Gefühl, dass jetzt irgendwas schief gehen wird, weil wir Zulf nicht gerettet haben. Ach Gott. Schon wieder? Ich will nicht auswählen. So, wir hätten die Auswahl zwischen Wiederherstellung. Leite den Wiederherstellungsvorgang der Bastion ein. Achtung, dieser Vorgang stellt einen früheren Weltenstand wieder her und ist nicht rückgängig zu machen. Nur nach Anweisung verwenden. Evakuierung. Leite den Evakuierungsvorgang der Bastion ein. Bei diesem Vorgang werden die Kerngehäuse irreparabel beschädigt und der Wiederherstellungsvorgang deaktiviert. Was? Ich verstehe das nicht. Kerngehäuse irreparabel beschädigt. Das heißt also, entweder machen wir die Bastion richtig kaputt oder wir stellen sie wieder her oder was? Wir haben jetzt schon... Das ist wahrscheinlich falsch, was ich gerade gesagt habe. Aber wir haben jetzt schon so viel für die Bastion getan, deswegen gehe ich mal auf Wiederherstellung. Das Ende. It's finished. Now, sit tight. It'll be over soon. No matter what happens next, you're done good. I suppose all that's left is to try and remember this moment. The Bastion's gonna take us back to a better time before any of this. My people will forget everything you've done and each other. Though after all we've been through, I find that hard to believe. So long, kid. Maybe I'll see it in the next one. Ceylandia, we're coming home. Ich habe Bastion durchgespielt. Ob das jetzt alles so richtig war, was ich da entschieden habe? Keine Ahnung. Ja. Also, spielerisch macht das Ding auf jeden Fall sehr viel Bock. Mein Problem bei der ganzen Sache ist nur, dass ich ziemlich wenig von der Story mitbekommen habe, weil ich beim Zocken... Weiß ich nicht, ich kann mich da nicht so wirklich darauf konzentrieren, wenn da totale Action ist und der da was von der Story am Quaken ist. Keine Ahnung. Ich war mich gerade über das Bild, habe ich gerade geguckt. Aber das ist echt, also vom Grafischen her finde ich das echt wunderschön. Auch diese isometrische Ansicht finde ich auch ganz cool. Zum Ende hin wurde es schon recht schwer und wenn man dann noch bedenkt, dass man diese ganzen Götzen hat, dann kann man sich da mal richtig schön das Genick mitbrechen. Also ja, ich schätze mal nicht, dass ich noch irgendwie
nochmal an den Speicherstand zurückgehen kann. Wenn, dann müsste ich nochmal das ganze Spiel durchspielen. Das werde ich jetzt nicht direkt machen, aber vielleicht irgendwann später mal. Ach genau, was auch noch ein Problem war, war die deutsche Übersetzung, weil da waren nämlich ziemlich viele Fehler drin. Finde ich persönlich jetzt. Dass da einmal einfach nicht weiter übersetzt wurde, dass das einfach in Englisch da drin stand. Und halt die ganzen Fehler an sich. Ja. Was kann ich noch sagen? Steuerung war auch supi. War auch super, dass man sich das so belegen kann, wie man das möchte. Warner Bros. Interactive Entertainment. Aber mich hätte jetzt... Würde dich mal interessieren, was da jetzt gewesen wäre wegen Evakuierung. Ich glaube, ich muss mir nochmal die komplette Story irgendwie durchlesen. Da gibt es bestimmt irgendwo was, irgendeine Fanpage oder so. Damit ich da auch mal ein bisschen hintersteige. Weil... Ich weiß schon gar nicht mehr, warum wir überhaupt auf die Bastion gekommen sind. Warum wir die ganzen Kerne gesammelt haben. Was mir dann wieder einleuchtet ist, warum wir die Splitter gesammelt haben, weil der Olle so hilft, nämlich das Kernding da kaputt gemacht hat. Und wo da jetzt irgendwie am Ende die Bastion hin ist. Wir waren ja dann irgendwie unten drinne und da hat man oben nur noch dieses Kernteil gesehen. Ich weiß es nicht. Aber es macht, also jetzt mal, wenn ich die Story mal außen vor lasse, finde ich, das Spiel macht echt super viel Spaß. Vielleicht macht das Spiel auch noch mehr Spaß, wenn man durch die Story durchsteigt, weil das zum Beispiel in der letzten Aufnahme fand ich das richtig cool, weil ich wollte jetzt unbedingt wissen, wie es weitergeht. Hab dann aber wieder nicht viel mitbekommen, weil der Typ die ganze Zeit am Quatschen war, während ich da übelst am Rumbrandalieren war. Ja. Sagen wir mal so. Ich würde dem Spiel, 7 von 10 Sternen geben. Wenn ich mir die Story durchgelesen habe und so und das dann alles verstehe, gebe ich vielleicht sogar 8 von 10 Punkten, aber erstmal 7 von 10 Punkten. Ja, das ist eigentlich ganz gut, finde ich. Ich weiß gar nicht mehr, wie viel es jetzt kostet. Für einen 10er wäre es mir zu teuer. 5er würde ich direkt kaufen. Ja. Gut. Jetzt lasse ich noch hier die schönen Credits durchlaufen. Ich weiß selbst noch nicht so ganz, was ich als nächstes Projekt mache. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, dass ich mal Mario Bros. 2 mache. Aber die europäische Version, beziehungsweise westliche Version. Nur... Ich habe das echt noch nie gespielt. Ich habe davon nur mal ein paar ganz kleine Ausschnitte gesehen. Und ich habe einfach Schiss, dass ich das nicht auf die Kette kriege. Deswegen, vielleicht mache ich Mario Bros. 2. Vielleicht kommt aber auch erstmal was anderes. Ich war schon, vor dem Spiel war ich schon am Überlegen, ob ich Mario Bros. 2 spiele. Ich weiß es nicht. Achso, ich möchte mich nochmal beim Dominik bedanken. Für das Spiel, weil durch ihn habe ich das ja, also, ne? So, und da haben wir nochmal dieses Zahnrad, was für Arbeit, glaube ich, steht oder so. Kommt jetzt noch irgendwas? Danke fürs Spielen. New Game Plus Modus freigeschaltet. Schau im Story Modus nach New Game Plus. Beginne deine Reise mit all deinen Waffen und EP. Neue Schreingötzen sowie Spirituosen in der Destille hinzugefügt. Alle Bastionsbauten können in beliebiger Reihenfolge errichtet werden. Für die härteste Herausforderung den Schrein nutzen. Okay, jetzt möchte ich aber gerne mal wissen, was New Game Plus ist. Oder ist das jetzt einfach... Neues Spiel Plus. Punkteangriffsmodus. Okay. Ein neues Spiel mit allen freigeschalteten Gebäuden, Spirituosen, Götzen sowie allen Waffen, XP und letzten Spiels starten. Okay, das ist dann mega easy, um dann noch, weiß ich nicht, an die restlichen, nicht Trophäen, Achievements zu kommen und so, schätze ich mal. Aber das ist
wenn man Achievement Hunter ist, ist das echt super geil. Also ein super geiles Feature. Ja gut, ich hoffe mal, euch hat das Spiel gefallen. Ich hoffe mal, ihr habt mehr davon mitbekommen von der Story als ich. Ist, glaube ich, nicht schwer. ja, und wir sehen uns dann bei meinem nächsten Projekt, nämlich Fragezeichen, 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 hier Spiel einblenden, wieder. Gut, dann sage ich mal, tschüss!